Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Fishness Rounded. Heute gibt es wieder ein DIY von mir, aber aus der Küche. Nämlich ich versuche heute den Schwebekuchen oder genauer gesagt den Gravity Cake nachzumachen. Auf Pinterest sieht man viele Geburtstagskuchen und das fand ich so cool. Und ich habe auch mit den normalen Süßigkeiten wie auf den Bildern gearbeitet. Das heißt mit M&M's und halt Teasers. Und ja, ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Ich bin natürlich auch kein Profi, aber ich finde das trotzdem cool geworden und von dem Schwierigkeitsgrad her auf jeden Fall machbar. Man muss sich ja wirklich mit Zeit lassen, aber das werdet ihr sehen, das werde ich auch alles erzählen im Video. Und ja, ich wünsche euch natürlich wie immer viel, viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran. So, es kann losgehen und als Basis braucht ihr natürlich einen Kuchen und ich habe mich für einen hellen Kuchen entschieden mit ein paar Schokotropfen, aber da könnt ihr wirklich frei sein. Also ihr könnt einen Marmorkuchen machen, einen Sprudelkuchen, also was ihr wollt. So, während der Kuchen auskühlt, fertige ich meine Zartbittergranage an. Dazu erhitze ich Sahne in einem Topf und gebe diese meiner Schokolade hinzu. Die gebe ich dann in den Kühlschrank, damit sie ein bisschen fester wird. Zum Verzieren braucht ihr natürlich Süßigkeiten und ich habe mich für M&M's, Maltesers und Kinderschokolade entschieden. Aber da ist die Bandbreite natürlich auch sehr groß. Ihr könnt auch stattdessen Smarties nehmen oder Skittles oder andere Süßigkeiten. Die Kinderriegel werden ausgepackt und etwas kleiner gemacht, da sie sonst zu groß für den Kuchen sind. Danach bedecke ich den ganzen Kuchen. Nun werden am Rand die Kinderriegel festgemacht, aber man bedeckt nicht den kompletten Kuchen, man lässt eine Lücke frei. Jetzt kommen die Süßigkeiten ins Spiel und ich bedecke den Kuchen mit Maltesers. Aber ich habe ja mit zwei Süßigkeiten gearbeitet, also habe ich nur eine Seite mit Maltesers gemacht und die andere mit M&M's. Vor den Kuchen habe ich Granache gegeben und dort auch Maltesers und M&M's hingeklebt sozusagen, damit es so aussieht, als würde das rausfallen praktisch. Die leeren Verpackungen könnt ihr mit Frischhaltefolie füllen, damit sehen die voller aus. Nun habe ich Vollmilchschokolade in einem Wasserbad geschmolzen und mir zwei Schaschlikspieße genommen, die ich dann in den Kuchen gesteckt habe. Erstens gebt ihr Schokolade auf den Schaschlikspieß und drückt euer Malteser oder euer M&M an den Schaschlikspieß dran. Und ihr müsst halt immer warten, bis es getrocknet ist, bevor ihr weiter nach oben geht. Denn sonst fällt alles in sich zusammen und das wollen wir nicht. Am Ende könnt ihr die Tüten über die Schaschlikspieße stülpen und damit es besser hält, könnt ihr auch etwas Schokolade an die Öffnung geben. Und tada, fertig ist der Gravity Cake. Hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr, sehr freuen und gerne könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und ja, ich kann euch noch viel sagen. Bis nächste Woche mit meinem nächsten Video und ja, tschüss!